1965 wurde die Spielvereinigung Zickern gegründet. Da war er wohl noch in Staffelstein, Bad Staffelstein. Aber seitdem er hier spielt, und das ist auch gefühlte 40 Jahre, ist er die gute Seele des Vereins, der Motor, der Organisator, der gute Geist. Volker Berufke, er ist der Vater dieses Mixed Summer Meetings in Zickern. Organisiert und macht. Er spielt im Nebenbei auch noch ganz gut mit. Jünger wird er natürlich nicht, klar. Hier im Einzel Volker Berufke gegen Flossmann von der Spielvereinigung Erlangen. Das ist Thomas Schemm, der Sohn von Otto Schemm. Mit Partnerin Schilling, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe. Und gegenüber Andreas Ruppert. Der in Tennenruhe des Zustimmens gelernt hat, dann zur SGS Erlangen kam, dann zum FC Eschenau wechselte und jetzt bei der Spielvereinigung Zickern zu Hause ist. Hat in seiner Zeit bei der SGS Erlangen viel mit einem gewissen Stammbrecher trainiert. Daher sind ihm keine Kullerbälle, keine Schnittvariationen, kein Gestöpsel und Gelulle fremd. Ja, der Thomas wird auch immer besser hier. Hat ein bisschen Mühe, sich von der D über die C-Klasse emporzuarbeiten. Das ist, denke ich, ein ganz passabler B-Klassenspieler mittlerweile. Zeigt jetzt recht gute Bälle, auch ein bisschen mehr Konstanz als früher. Hauptsächlich die Sicherheit, die bei ihm früher mal ein bisschen gefehlt hatte. Da konnte man dann seine leichten Dunkeln mit nach Hause nehmen. Das geht jetzt nicht mehr so einfach. Ja.
urige Sippen. Gegen Petra Kurz, zwei Stammgästinnen, waren Mixturnier in Zeggern. Und hier der junge Tim oder Timo Kaiser. In seinem ersten Jahr in der Erwachsenenliga. Also frisch aus der Jugend, spielt gegen Dr. Eugen Barth. Ein verdienter Tischtennisschiedsrichter, viele Jahre auch Schiedsrichter, Einsatzleiter für Mittelfranken.